Herzlich willkommen zur 59. Folge von Jenas Nadelzauber. Ich bin Johanna und ich zeige euch wieder, was ich gewerkelt, gestrickt habe und was sonst noch gemacht habe. Ja, es ist wieder ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Die Sommerferien sind jetzt halb rum, leider schon. Das gute Wetter hat eigentlich jetzt erst angefangen. Meine Befürchtung war ja, dass es gerade zum Schulanfang dann wieder sehr heiß wird. Und die Sommerferien verregnet sind. Aber es geht. Der Garten, der hat jetzt die Zeit genutzt, wo es ein bisschen kühler war und da ist alles gut gewachsen. Und jetzt peppeln wir die Pflanzen, dass sie bei 30 Grad nicht kaputt gehen. Genau, ja. Ich fange mit den strickigen Sachen an und dann gucke ich, wie viel Zeit ich noch habe. Wir haben nämlich gleich noch einen Termin und dann wollen wir noch ein. Ja, und zwar habe ich fertig wieder für meine Freundin Island Pullover. Und zwar habe ich euch ja erzählt, dass sie es in den Schultern hat und gerne aber diese Island Muster, Norweger Muster, FR Muster, wie auch immer, strickt. Und dann halt mich gebeten hat, die glatten Teile, die Glattrechtsteile zu stricken. Also die Nadeln sind 6 mm und das ist dann einfach zu viel Gewicht, was sie immer wuchtet. Wenn sie dann das bisschen oben am Hals jetzt noch strickt, dann hat sie auch schon immer Schulterschmerzen, aber wir kennen das ja, ne? Die Schmerzen stecken wir weg, schlucken wir runter. Hauptsache, wir können stricken. Genau. So, und dann sie hatte mir jetzt 2 Pullover gegeben. Und zwar aus der Banderolen habe ich leider keine mehr. Beziehungsweise sie hat sie mir alle so umgewickelt, weil das dann leichter zu stricken ist. Ich glaube, das ist diese Islandwolle von Istex, die dickere. Das müsste vielleicht sogar die. Ja, vielleicht ist es auch noch die Let Loopy, ich weiß es nicht. Also entweder ist es Alafos Loopy oder Let Loopy. Ja, wie gesagt, ich habe keine Banderolen dazu. Jetzt zeige ich euch erstmal den Körper. Ich habe jetzt hier von ihr die Seile mit Stoppern drin, damit sie nicht flöten gehen. Und das, den unteren Teil hier mit dem Muster, den hat sie mir dann so gegeben. Und dann habe ich einfach nur rechts hoch gestrickt. Das ist so ein schönes meliertes Grau. Ja, ich kann euch leider jetzt ja nur die Teile zeigen. Die fertigen Pullover kriege ich selber ja so, also gut auf einem Foto vielleicht nochmal zu sehen. Aber und hier sind die auch stillgelegt, die Ärmel. Und so sieht dann ein Ärmel aus. Genau, natürlich gibt es davon 2, damit ihr mir das auch glaubt. Das da ist kein Fehler am Muster, das ist ein Markierer. Genau. Ja, ich glaube, das hat sie als Herrenpullover geplant. Da hängt jetzt an jedem ein Knäuel noch dran. Jetzt legen wir das da vorsichtig mal in die Tüte, damit da nichts passiert. Genau, so, und wie ich gesagt habe, hat sie mir 2 gegeben. Und hier kommt der zweite. Das ist aus einem etwas beigeren. Ah, der Unterschied ist in der Kamera nicht groß zu sehen. Also es hat einen leichten Kamel. Farbton, also ein bisschen wärmer, nicht so gräulich, eher braun. Ich hatte noch so einen kleinen Rest von ihr, aber ich war der Meinung, so wie ich das auch gesehen habe, dass das eventuell eine andere Partie ist, deswegen habe ich den jetzt nicht mit reingestrickt. Aber ich habe, wie ihr seht, ja sowieso noch ganz viel über. Das braucht sie dann noch, um Kragen etc. zu stricken. So, und da war der Unterkörper oder Körper generell. Der sieht dann so aus. Ich glaube, das ist mehr so ein Damenmodell, so schmal wie das ist. Genau, mit einem schönen blauen Borte. Und dann habe ich noch die beiden Ärmel. Da habe ich von ihr jetzt eine Nadel hier drin, die rutscht gerne raus. Das ist der eine Ärmel. Und hoppala. Und hier ist der zweite Ärmel. So, genau. Ja, die sind sehr schmal. Ich habe mich auch gewundert, aber sie hat mir hier so Zettelchen geschrieben. Gut, aber sie wird ja wissen, wofür sie die so braucht. Beziehungsweise welche Größe. Also ich kriege immer nur die Maße, so und so lang die Ärmel. Und so lang der Körper. Und so und so viel Zunahmen dann und dann. Aber die Anleitung selber habe ich gar nicht. Also das ist immer nur so ein kleiner Post-it-Zettel. Und dann stricke ich ihr das hoch. Genau, das waren die beiden Pullover. Das bin ich auch sehr froh, dass ich die jetzt schon fertig habe, weil jetzt wäre es ein bisschen schwitzig bei 30 Grad.
So, ich habe noch ein bisschen was fertig. Ja, eine alte Sockentante, die kann ich ohne Socken. Und deswegen habe ich mal wieder rumgesockt. So, die habe ich auch noch nicht vernäht. Also ich habe jetzt wirklich einfach nur wieder gestrickt, gestrickt, gestrickt. Ich hatte keine Lust zum Vernähen. Und zwar einmal, Schafwollsocken. Die sieht aus wie die Pommersche, ist er aber nicht. Das ist ja aus dieser, ich habe das letztes Mal verlinkt, Spinnerei Dicker. Guckt ins letzte Video, da habe ich es unten reingemacht. Das ist diese Spinnerei. Da kommt dieses dreifach gesponnene Schafwollgarn her. Das ist 100% Schafwolle, glaube ich. Fasst sich zumindest so an. Ja, genau. Das ist eine 46-47. Auch zwei. Ja, ohne Schafwollsocken geht ja immer nicht, ne? Genau, so. Und dann habe ich noch mir wieder mal dieses weiße Garn zur Brust genommen. Das war ja dieses mit 75% Wolle und 25% Perlon statt Nylon oder statt Polyamid. Und da habe ich jetzt auch zwei fertig. Und jetzt muss ich einmal spinksen. Ich habe mir das aufgeschrieben, welche Größe ich da habe. Weil sonst, die sehen ja immer aus wie, ne? Das war eine 36-37, ja, also eine ganz kleine. Genau. Die sind fertig geworden. Und endlich, endlich, endlich sind auch meine Hanfsocken fertig. Den kennt ihr schon. Und bei dem war ich hier so weit im Schaft. Und jetzt ist der zweite auch fertig. So. Jetzt hat mich wieder das Hanffieber erwischt. Es strickt sich ja so süffig. Also das hier ist Red Ocker. Es ist ein... Ja, wie soll man das beschreiben? Es ist kein Weinrot. Es ist kein... Es ist auch kein Ocker, meiner Meinung nach. Es ist ein leicht orangefarbiges Rot, ins Kupferfarbige gehende. Ja, und es ist ja so wunderschön variierend in den Farben. Ja, genau, auch noch nicht vernäht. Da habe ich eine 40-41 gestrickt. Ja, meine Größe. Kriege ich trotzdem nicht selber. Für mich habe ich mal wieder keine auf den Nadeln. Ich habe jetzt, das habe ich jetzt aber alles nicht mehr mitgebracht, weil da habe ich jetzt gerade erst angeschlagen. Ich habe wieder ein paar Socken für meinen Mann angeschlagen, natürlich auch wieder ein paar Schafwollsocken. Und da das weiße Garn ja noch nicht alle ist, auch nochmal weiße. Und ja, genau. Also, die sind jetzt fertig. Ach ja, und wo wir jetzt bei der Handwolle sind, dann zeige ich euch mein laufendes Projekt. Wie gesagt, ich habe es mal wieder mit dem Hanf. Das hat ja eine ganze Zeit lang gelegen, weil ich da keine Lust mehr hatte, aber jetzt habe ich wieder Lust. Und zwar habe ich jetzt die nächsten Socken angeschlagen. Das ist jetzt eine, einmal schnell spinksen, auch wieder eine 40-41. Die Farbe heißt Raw Chocolate, also Rohschokolade. Und ich habe jetzt hier noch einen, weil das wieder von einem Rest ist. Noch einen neuen hier. Das ist auch die Admiral Hanf von Schoppel. Genau, und wer die Nummer braucht, das ist die 2378. Ja. Also hat die Farbe so von Rohkakao. Der ist ja nicht schwarz, der ist ja mehr so rötlich. Genau. So, ja, soweit bin ich mit meinen Socken. Die Pullover kamen da irgendwie dazwischen und zwischendurch. Also durch Corona habe ich ja nicht wirklich Besuch jetzt so hier zu Hause, also in der Wohnung, sondern dadurch, dass wir die schöne große Terrasse haben, kann sich einer auf die eine Seite setzen und der andere auf die andere Seite. Und dann habe ich ab und zu meine Freundin hier, die strickt dann an ihrer Babydecke und ich stricke an den Socken und die Männer butschern im Garten. Zum Beispiel an der Elektrik oder betonieren irgendwo ein Loch zu oder machen halt solche männlichen Spielereien. Genau, ja, das war mein Strickiges. Mehr habe ich nicht. Gut, ich habe viel gestrickt, finde ich, dafür, dass ich eigentlich nicht so viel Zeit hatte. Bin ich gut vorwärts gekommen, finde ich. Natürlich geistern mir im Kopf noch einige Projekte rum. Vor allem würde ich gerne
noch ein paar Socken stricken. Ich habe letztens in einer Zeitschrift ein sehr schönes Muster für eine Socke gesehen. Da suche ich jetzt noch nach der schönen Wolle. Nicht, dass Farbe Muster frisst, so ungefähr. Ja, werden wir mal sehen. Also ein bisschen was kommt dann noch. Und wenn der Sommer ein bisschen vorbei ist und der Herbst wieder da ist und man wieder ein bisschen mehr drinnen sitzt, dann denke ich, wird das bei mir mit dem Stricken auch wieder ein bisschen mehr. Und vielleicht auch mit dem Podcasten. Mal gucken. So, was habe ich noch gemacht? Jetzt muss ich einmal in meinen Plan gucken. Genau, wo ich gesagt hatte, Garten. Im Garten war jetzt unsere rote Beete soweit. Und zwar, ich habe gesehen bei den Nachbarn, die haben die noch nicht geerntet, aber meine rote Beete war schon so groß. Und da hatte ich natürlich Angst, weil die erste fing auch an zu blühen, dass die holzig werden. Und dann habe ich die rausgerupft. Nicht alle, also ein paar kleinere habe ich, also die waren so, die habe ich noch drin gelassen. Weil ich gedacht habe, na, die können ja noch ein bisschen nachreifen. Das sind so 5 Stück oder so. Wenn die jetzt verholzen, dann ist das halt so. Aber ich dachte, ach nee, komm, die können ja noch mal ein bisschen. So, und die großen, die habe ich dann, ja, wie man es halt macht, ne, gekocht. Da ist eine doofe Fliege, ich habe keine Zappelei. Genau, also man schält sie ja nicht vorm Kochen, damit sie nicht so ausbluten, sondern man lässt ja oben bei den Blättern ein Stückchen dran und unten an der Wurzel auch so ein Stück, damit sie halt eben diese Farbe nicht so ausbluten. Also mein Wasser war trotzdem rot, aber es hat ganz gut geklappt. So, und ja, dann habe ich es abkühlen lassen. Die Haut, die kann man dann so schön abdrehen, also auch kein Theater. Handschuhe sollte man aber anziehen, das wisst ihr ja. Ja, und dann habe ich sie eingekocht. Ganz klassisch so. Mit Essigzucker, ne? Süß-sauer halt. Und habe dann aufgrund meiner Recherche, wann man die denn ernten sollte, da war sich das Internet ja auch nicht so ganz einig, habe ich herausgefunden, dass man das Laub essen kann. Das wusste ich nicht. Das ist bei uns damals, als ich klein war, immer auf dem Kompost gelandet. Und ja, das habe ich dann einfach nur blanchiert. Und also erst klein gehackt und dann blanchiert. Und habe es dann eingefroren, portionsweise. Und habe das mal ausprobiert. Ich habe jetzt eine Cremesuppe sozusagen gemacht mit Kartoffeln aus dem Laub. Und das hat sehr, sehr gut geschmeckt. Und von der Konsistenz her kann ich mir auch vorstellen, und auch vom Geschmack her, dass man das sehr gut wie Spinat kochen kann. Ja. Also da war ich sehr, sehr erstaunt. Das hat eigentlich ganz gut geschmeckt. Meinen Jungs hat es auch geschmeckt. Also meinem Mann und meinem jetzt hier zu Hause lebenden ältesten Sohn. Den beiden Kleinen war das nicht so geheuer. Aber ich fand es sehr gut. Ich habe es so abgepackt, dass ich das auch mal nur für mich und meinen Mann machen kann. Ich habe gedacht, wenn mehr mit essen, kann ich einfach mehrere Packungen auftauen. Ja, da habe ich dann auch, ich denke, so 10, 12 Portionen mehr wegpacken können. Und Gläser hatte ich, jetzt muss ich überlegen, 9 Stück. Genau. Da ich mir nicht so ganz sicher war, als Kind mochte ich rote Beete nicht so gerne. Und dann habe ich ja beim Einmachprozess und so weiter auch mal roh probiert, das Laub mal probieren und so. Und ich war echt erstaunt. Also ich bin ja mit ganz spitzen Zähnen dran gegangen, weil ich gedacht habe, du magst es eigentlich nicht. Aber ich mag es jetzt. Na, machen wir nächstes Jahr wieder. Genau. Ja, mein Mann findet es auch gut. Also mein Fauxpas, ich sehe was aus, wo ich denke, oh, das isst ja keiner. Nee, ist gut gegangen. Genau. So, was habe ich noch gemacht? Wir hatten so furchtbar viele Gurken. Ich habe jetzt noch 3 hängen lassen, die wir so für den Salat haben, aber alle anderen habe ich geerntet. Und habe dann überlegt, was mache ich denn mit Salatgurken, mit so vielen. Und dann ist mir eingefallen, warum denn nicht mal norwegischen Gurkensalat machen? Das ist ja der, das ist ja, ja, süß-sauer. Also es ist ja nicht so wie unsere Gewürzgurken, sondern, kennt ihr sicherlich, habt ihr schon im Supermarkt gesehen, das ist ja diese Gurkenscheiben im Glas. Ne? Und das ist ja eher süß eingelegt. Ne? So, zwar auch Essig, aber eher süßlich mit Dill. Und den kann man dann, wenn man ihn danach aufmacht, noch ein bisschen mit Öl und Pfeffer würzen. Und dann kann man den einfach so essen.
Genau, da habe ich mir dann jetzt auch noch mal 3 Gläser draus gemacht. Ja, einfach damit sie nicht schlecht werden, ne? Weil irgendwann werden auch Gurken am Schrauch schlecht. Beziehungsweise bitter. Ja, genau. So, ja, das war zu meiner Einmacherei. Ah, nee. Zu der roten Beete noch mal kurz zurück. Da war natürlich ein herrlicher Sud, schön knallerot. Und da habe ich gedacht, schmeiß mal Wolle rein. Sockenwolle. Als ich sie dann erstmal so reingedipst habe, sah das richtig schick aus. Da war das ein Pink-Alt-Rosa. Da habe ich gedacht, wow, wie cool. So, und dann habe ich gedacht, naja, muss ja noch ein bisschen kochen lassen, damit es fixiert wird. Und dann ist das draus geworden. Ja, es ist ein orangliches Beige. Und den habe ich natürlich auch nochmal mir als Baumwollmix, Sockenwolle ist das natürlich alles, Baumwollmix eingefärbt und der ist etwas blasser geworden und der ist jetzt irgendwie nur beigebraun. Und wie ihr mich ja kennt, ist das so gar nicht meins. Ja, also nicht in dem Farbton. Richtiges Kamelfarben, ja. Naturfarbe. Ja, rote Beete ist auch Natur, ne? Aber es ist irgendwie so gar nicht. Teilweise ist es auch ein bisschen grünlich geworden. War ich sehr erstaunt. Ja. Naja, das war so das Experiment mal wieder mit der Wolle. Das ist auch wieder ein Grund für mich, warum ich das mit den Pflanzenfarben. Nee, ist einfach nicht meins. Es ist einfach zu unkontrollierbar, was da rauskommt. Und ja, und man darf auch nicht vergessen, das ist auch nicht farbecht. Also was heißt farbecht? Es blutet nicht aus, das meine ich nicht, sondern das UV-Licht, das Tageslicht, das bleicht die irgendwann aus. Das zersetzt sich. Es wird halt immer blasser. Deswegen will ich da nochmal mit Säurefarben drüber. Genau. Gut, was habe ich noch gemacht? Ich glaube, das war es schon soweit. Genau, das Eingekochte habe ich euch erzählt. Ja, ich habe noch eine Kerze gemacht. Und zwar habe ich einen Teil ganz normal gemacht, wie ich das immer mache. Und der andere Teil habe ich mal experimentiert. Ich zeige es dir jetzt erstmal. Ja, inklusive Schafwollhaar. Da seht ihr, ich habe wieder die einzelnen Stationen sozusagen, einzelne Farben abgepackt. Das war jetzt Wachs, als wir unten den Keller aufgeräumt haben. Wir sind ja vor 1,5 Jahren hierher gezogen. Und im Keller haben wir ein paar Überbleibsel vom Vorbesitzer gehabt. Und da haben wir auch eine Kiste gefunden mit alten Ostersachen. Und da waren Kerzen, die schon, weil diese Kisten, die waren oben auf dem Dachboden, da waren diese Figuren schon arg zerlaufen. Das sah sehr skurril aus, die Entchen und Gänschen und auch ein alter Weihnachtsbaum, so Schepp, ne? Schon Schepp geschmolzen und so. Das sieht man auch unten, da ist noch so ein bisschen von dem Weihnachtsbaum so ein bisschen Goldglitzer drin. Das habe ich halt alles eingeschmolzen und zu einer neuen Kerze gemacht. Und weil ich nicht genug hatte, habe ich oben mal experimentiert. Und zwar hatte ich eine Problemkerze, die hatte ich abends am Sofa stehen, auf dem Sofatisch stehen und habe die angehabt, aber die ist mir immer ersoffen. Ich weiß gar nicht warum. Also normalerweise macht die Flamme ja nur so viel Wachs weich und dann brennt es ja langsam sich dann da in dieser Kerze so runter. Aber die hat irgendwie immer mehr aufgedingst und also aufgeschmolzen und ist immer ertrunken. Warum auch immer. Und damit sie das halt nicht tut, habe ich in regelmäßigen Abständen das abgegossen und dachte, ach, gieß es doch einfach hier drauf. Und dadurch gibt das jetzt so eine ganz interessante Optik. Wie ihr seht, ist so ein bisschen buckelig, nicht ganz glatt. Man sieht die einzelnen Schichten. Finde ich, sieht sehr interessant aus. Der einzige Nachteil ist, es ist, hört ihr das? Es ist nicht richtig lose, es fällt nicht ab, aber es hat sich mit der gelben Schicht nicht richtig verbunden. Sehr interessant, finde ich. Also das habe ich auch noch nicht gehabt, dass sich das nicht verbindet. Aber es hat einen sehr interessanten Effekt. Finde ich sehr apart, muss ich sagen. Würde ich jetzt, glaube ich, so jetzt nicht nochmal als ganze Kerze machen. Aber wie gesagt, damit die eine Kerze kurz vorm Abnippeln war und ich die Wahl hatte, entweder ich schmelze die gleich ein, weil sie ja nicht richtig brennt,
Oder ich kipp das halt da immer rein. Und, na, war da auch mal ein Experiment wert. Genau, so, ja, mehr habe ich nicht. Also ich habe das Gefühl, das ist eine ganz kurze Folge, vielleicht täuscht das Gefühl auch. Ja, wie gesagt, wir haben Ferien, groß was unternehmen machen können wir ja nicht, wollen wir auch nicht. Wenn wir jetzt schon wieder die Corona-Zahlen angucken, dass die wieder hochgehen, wird mir auch ein bisschen mulmig. Wir hatten nämlich schon ganz, ganz lange immer nur eine aktuelle Infektion und jetzt sind wir schon wieder bei 6. Innerhalb von einer Woche ist das jetzt hochgeschossen. Und ich vermute mal, dass es im August, September nicht besser wird, weil alle ja sagen, ah, wir wollen unsere Freiheit genießen. Ja, deswegen machen wir jetzt nicht groß was. Wir machen sozusagen Urlaub in Gardenien. Ja, genau. So, ja. Und ja, im Prinzip machen wir halt viel im Garten. Mein Mann meint, wir sind auch ein wenig braun schon, weil wir halt fast den ganzen Tag draußen sind, wenn es denn aushaltbar ist. Wir haben vorne an der Terrasse ein Beet, das war so mit Natursteinen eingefasst. Und natürlich, da war ja nichts drunter, weil es betoniert, das ist natürlich das Gras durchgewachsen. Das sah sehr unordentlich aus, man konnte es auch nicht richtig rausziehen. Und jetzt haben wir die ganzen Steine wieder abgetragen, das ganze Unkraut rausgepult, haben das Beet dadurch auch um die Hälfte verbreitert und haben jetzt nur einen Naturstein als Kanten sozusagen drumherum gelassen. Und haben uns auch noch einen Streifen, ja, gepflastert ist das falsche Wort. Also wir haben so Kantensteine gesetzt, damit man dann im Rasenmäher richtig hinkommt und damit das Gras nicht gleich wieder im Blumenbeet drin sitzt. Ja. Und da wir einen großen Aufsitzrasenmäher haben, kann man mit dem ja sowieso nicht so schön nah an die Blumenbeete ran, ohne da groß was kaputt zu machen. Ja, genau. Das war so unser Projekt diese Woche. Mein Mann hat diese Woche noch Urlaub und nächste Woche fängt es bei ihm schon wieder ganz normal an. Ich denke, ich werde dann anfangen mit den Schulsachen. Gekauft habe ich schon alles, aber man muss ja noch die Bücher und Sachen einschlagen und ja, damit werden wir uns noch beschäftigen. Und vielleicht werden die Jungs auch noch mal so ein oder zwei Augen in ein Büchlein schmeißen, um sich noch mal ein paar Sachen anzueignen, zu wiederholen. So ganz traurig dem Frieden mit dem Corona-Homeschooling nicht, obwohl ich sagen muss, sie haben viel, viel mehr gelernt, als sie sonst gelernt hätten. Also nicht zu Hause jetzt auf dem Popo gesessen, das sowieso, aber ich finde, es war effektiver. Aber ich glaube, das habe ich euch letztes Mal ja schon erzählt. Sie haben in weniger Zeit viel mehr und schneller gelernt und das hat ihnen sehr gut gefallen. Also hätte ich nichts dagegen, das nochmal eine Zeit lang so weiterzumachen, aber es schadet ja nicht, wenn man nochmal hier und da eine Vokabel reinguckt oder hier und da nochmal irgendwie eine Grammatik sich anschaut. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Ne? Vor allem der Kleine mit dem Schulwechsel. Müssen wir mal gucken. Ja, gut, das war's. Ja, mehr habe ich euch nicht zu erzählen. Und mal gucken, wie das so wird die nächste Zeit. Vielleicht komme ich nochmal dazu, einen Podcast zu machen. Ansonsten sehen wir uns vielleicht auch erst wieder, wenn die Schule angefangen hat. Und ich würde sagen, diejenigen, bei denen das jetzt mit der Schule schon bald wieder losgeht, denen wünsche ich viel Erfolg und viel Freude und gute Nerven. Und diejenigen, die jetzt noch ein bisschen Ferien haben, erholt euch. Ich glaube, die Kraft, die können wir noch gut brauchen. Okay, also passt auf euch auf. Tschüss, ihr Lieben.